Hi Freunde und herzlich willkommen zu diesem etwas kurzfristigeren Video und zwar zu einem aktuellen Thema. Marco Rose wechselt im kommenden Sommer zum BVB. Darauf schauen wir heute und davor möchte ich euch allerdings darauf aufmerksam machen. Unten in den Kommentaren könnt ihr mir Fragen stellen, zum Beispiel was meine Meinung zu gewissen fußballerischen Themen ist oder Themen im Profifußball ist oder auch persönliche Fragen. Ihr dürft alles stellen und wenn ich genug Fragen bekomme, werden die gemeinsam in einem Video beantwortet. Und jetzt starte ich los mit diesem Video. Reden wir kurz über die Situation des BVB und die hat sich auf jeden Fall unter Terzic nicht verbessert. Weiterhin zu viele Niederlagen und Unentschieden gegen deutlich schwächere Teams. Und als BVB ist es inakzeptabel, einen großen Rückstand auf die Champions League Plätze zu haben. Und daraus zeigt sich für mich, dass Terzic kein besonders guter Trainer ist, auch kein besonders schlechter, weswegen es okay ist, bis Sommer mit ihm zu planen. Aber ich glaube, dass es auf jeden Fall ein Fehler war, Lucien Favre zu entlassen. Nach seiner Entlassung habe ich auch darüber gesprochen. Und das war es jetzt auch schon. Kommen wir jetzt zu Marco Rose. Marco Rose hatte eine lange Bedenkzeit und viele Gespräche, wie Eber sagte, wurden geführt. Am Ende entschied er sich jedoch, in der kommenden Saison auf der Bank des BVB zu sitzen oder wahrscheinlich eher davor zu stehen. Zumindest zum BVB zu wechseln. Das ermöglichte ihm eine Ausstiegsklausel in seinen bis 2022 laufenden Vertrag. Die betrug vermutlich mehr als 5 Millionen Euro. Damit ist er der teuerste Trainer der Bundesliga-Geschichte. Marco Rose kam übrigens im Juli 2019 von Salzburg zu Gladbach. Seine Nachfolger jetzt könnten entweder Florian Kohfeldt sein, was ich mir aber nicht vorstellen kann, oder Marsch, der jetzt übrigens auch aktuell Trainer von RB Salzburg ist. Naja, nun ist Marco Rose Trainer von Borussia Dortmund und Marco Rose ist auch schon immer ein Trainer gewesen, der seine Spieler extrem motiviert, der ein Feuer entfachen kann. Seine Gladbach-Spieler nannte er mal einen coolen Haufen. Ist, glaube ich, ein extremer Motivator, der einem Spieler ganz viel Selbstvertrauen gibt. Und das ist, glaube ich, auch einer seiner größten Stärken. Auch ein Grund, wieso Gladbach es gegen Top-Teams gut schafft und warum Gladbach auch in der Champions League die Sensation geschafft hat. Ganz wichtig bei Marco Rose zu bemerken ist, sein System ist nicht am Gegner oder am Gewinnen ausgerichtet, sondern an den Stärken der eigenen Spieler, dass die Stärken der eigenen Spieler gut zur Geltung kommen. Und Marco Rose ist, wie gesagt, ein extremer Motivator und ich glaube, dass er damit gerade junge Spieler total verbessern kann. Ich glaube, Marco Rose ist ein Spielerverbesserer, einer, der Spieler motiviert und verbessert und das ist doch gerade bei einer Mannschaft wie Dortmund mit vielen jungen Spielern sehr passend und darum, glaube ich, passt Marco Rose auch zu einer jungen Mannschaft. Und hier habe ich noch ein paar Zitate von euch. Das erste Zitat ist von Sportdirektor Max Eberl und das zweite Zitat ist von Marco Roses Co-Trainer. Reden wir denn nun noch über Marco Roses Taktik und über Marco Roses System und ob die zum BVB passt. Und ja, das System orientiert sich meistens an die Stärken der eigenen Spieler. Trotzdem kann man mal drauf schauen, wie er mit Gladbach gespielt hat. Das war meistens ein 4-2-3-1, manchmal aber auch ein 3-4-3. Und das, würde ich sagen, passt perfekt zum BVB. Und schauen wir mal auf Einzelheiten im System, auch in einer Viererkette. Schieben die Außenverteidiger sehr hoch. Das ist sehr gut für den offensiv gerne mitspielenden Außenverteidiger Rafael Guerreiro. Außerdem kann auch mitten im Spiel aus einer Viererkette ganz leicht eine Dreierkette werden, einfach indem ein Sechser sich zwischen die Innenverteidiger schiebt und oder so halb zwischen die Innenverteidiger schiebt und die halt ein Dreieck bilden. Das könnte beim BVB Emre Can sein. Ja, außerdem hat Borussia Mönchengladbach unter Marco Rose eine sehr hohe Pressinglinie. Er sagt zwar mal, dass die noch nicht perfekt sei, aber die Gegner wurden unter Druck gesetzt. Die restliche Mannschaft zog sehr kompakt mit und so wurden die Gegner sehr gut unter Druck gesetzt. Und das finde ich wirklich stark passend auch
zum BVB, zum, wenn man jetzt auf den Angriff schaut, das ist ein Angriff, zu dem ein Pressingspiel schon relativ gut passt. Nun kommen wir zum Fazit und ich glaube, Marco Rose ist genau das, was Borussia Dortmund jetzt braucht. Zumindest bei Gladbach hat er ein System, das sehr gut zu den Spielern vom BVB passt. Außerdem ist Marco Rose ein Trainer, der junge Spieler besser macht und natürlich auch alte Spieler, aber vor allem junge Spieler besser macht, und das ist natürlich sehr gut für den BVB, denn der BVB tut ja gerne junge Spieler mit viel Gewinn weiterverkaufen. Und das Wichtigste, warum es Marco Rose jetzt braucht, Marco Rose ist einer, der Spieler motiviert, und genau das brauchen die BVB-Spieler gerade jetzt, glaube ich, sehr dringend. Das war's dann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Da könnt ihr mich abonnieren. Und wenn ihr genug Fragen stellt, gibt es demnächst ein Q&A. Und demnächst gibt es auch ein Video zum Bundesliga-Abstiegskampf. Wir sehen uns dann. Ciao.